Dann fahren wir ja einfach wieder senkrecht, ne? So. Einmal genau hier die... Ja, genau. Scheiße. Nice. So kann man übrigens auch sich das Leben nehmen. Das ist eine ganz neue Methode. Die wurde von Professor Emanuel Lebennehmen erfunden. Man nimmt sich ein Fahrzeug und fährt damit. In gewisser Weise. So. Haben wir jetzt unsere Waffen noch? Wir haben alles noch, ne? Ja, wir haben alles noch. Ja, stimmt, wir haben ja nicht neu geladen, sondern sind im Prinzip nur gestorben, in Anführungsstrichen. Da lag hier so ein Medipack. Muss ich mal gerade. Nee, kann man nicht nehmen. Gut. Konnten eben auch nicht. Gut, dann machen wir jetzt denselben Fehler am besten nochmal. Und fahren jetzt wieder da hoch. Das ist vielleicht etwas besser. Nee, wir fahren jetzt natürlich nicht da hoch, sondern ganz normal über die Straße. Tü-tü-tü. Hallo. Ey. Sind die blöd? Moin, Kinders. So, okay, die sind jetzt irgendwie böse auf mich. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich denen ihr Fahrzeug weggenommen habe. Ich renne jetzt einfach mal weg. Vielleicht vergessen die es ja wieder. Tü-tü-tü. Hä, aber sind wir hier nicht auch schon hochgegangen? Das ist jetzt aber auch nicht so gut, ne? Also ich mach mal hier... Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Vielleicht so, ne? Das ist ja ganz gut. Aber ich glaube, das sieht nach einem weiteren Neuladen aus. Osama bin Neuladen. So, machen wir den mal. Machen wir. Hörst du mal bitte auf, dich zu bewegen? So. Sind die anderen jetzt auch böse auf mich oder waren das jetzt nur die? Das ist jetzt die große Frage. Am einfachsten wäre wahrscheinlich jetzt einfach neu zu laden. Kann ich aber auch keinen Bock drauf, ne? Ehrlich gesagt. Okay, die sind auch etwas aggro. Kann man verstehen, ne? Aber... Egal, machen wir hier mal ein bisschen Fun in der Hütte. So ein bisschen hier, ne? Scharfschützenübung. So, die kriegen wir zwar nachher alle wieder abgezogen, die Punkte. Aber das ist ja nicht, das ist ja egal. So. Den auch noch. Ja, läuft ja ganz gut, ne? Was haben wir hier? Aha. Jetzt sind die wahrscheinlich alle aggro auf mich, ne? Ich weiß es nicht, aber... Hallo, ihr Aggros. Was macht der hier? Ich glaube, der ist... Ups. Ich glaube, der ist beim Limbo-Spielen... Ist der, verreckt. Das ist blöd, aber das passiert auch manchmal, ne? Dann spielst du so ein bisschen Limbo, machst so und dann kommt sowas dabei raus. Das ist natürlich tragisch, aber muss, ne? So, jetzt ist es auch kein Mann mehr.
Moin. Der verliert ja gar keine Zähne, wenn man ihn reinschießt, aber... Gut, vielleicht ist das auch etwas... Aloe. Aloe Vera. Nice. Emil. Ach man, ich dachte, ich kann jetzt da dran an das Kabel, aber... Das geht anscheinend nicht. So, ich weiß jetzt nicht, sind die jetzt alle auf mich? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Leute. Okay, die jetzt wahrscheinlich... Die sind jetzt wahrscheinlich aggro auf mich, weil ich aus Versehen natürlich geschossen habe. So, ich laufe jetzt mal in das Dorf rein. Wenn ich angegriffen werde, dann lade ich neu. Ansonsten hat man ein bisschen Spaß und ein bisschen XP. Ist ja auch nicht schlecht. Beides Dinge, die man nicht vernachlässigen sollte. Vor allem den Spaß an so einem Spiel. Vergessen viele auch, ne? Viele Let's Player vergessen einfach, dass es ja beim Let's Playen eigentlich um den Spaß geht. Und nicht darum, irgendjemanden einfach mal mit einem Messer zu verletzen. Keine unschuldigen Zivilisten töten, ne, mach ich nicht. Das sind, die sind total schuldig. Die haben, viel Blödsinn gemacht. Nice. Oxygenflasche, Sekunde. Okay, willkommen bei den Mythbusters. Wir machen jetzt hier ein Experiment. Ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Scheiße. Egal. Hier liegen wahrscheinlich noch mehr davon rum. Was ist mit den Fässern? Da passiert nichts. Hier ist eine alte Toilette. Auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall immer mal gut gebrauchen. Self-Service. Hier ist noch eine Flasche. Sekunde. Ich will wieder nach Hause. So. Ja, jetzt wirst du auch gleich wieder nach Hause kommen. Und zwar... Nice. Macht auf jeden Fall Fun, ne? So ein bisschen... Bisschen Action hier ins Spiel reinzubringen. Na, Leute. Ach, stimmt, wir sind ja Feinde, ne? Ist ja blöd, dass ich jetzt eine Granate auf euch werfe. Moin, Kinas. Alles fit bei euch? So, ich kämpfe jetzt einfach mal nur so lange, bis ich sterbe. Einfach nur aus Spaß. So, einmal heilen. Kommt da noch einer? Na? Wow, nice Explosion auf jeden Fall. Alter, ich nehme mal aus Versehen Granaten. Die hat jetzt nicht so viel gebracht. So. Werfen wir hier noch ein, zwei Molotows hin. So, dann, verziehe ich mich mal wieder, ne? War schön bei euch, auf jeden Fall. Lululu. So, keine unschuldigen Zivilisten getötet, sehr gut. Schön, dass du das Feuer überlebt hast. Doch, ich treffe sehr wohl. Aber danke für den Hinweis, mein Sohn. Mama. So, hier kann man nicht rein. Kann man hier... Ach, da sind wir rausgekommen, ne? Blöde Sache. Jetzt brennt da hinten eine Palme. Das bringt mich natürlich auch in gewisser Weise auf die Palme. So, erstmal hier einen Huhn abschlachten. Hallo, Huhn. Das Huhn hat jetzt hier so eine Schnittwunde, die ist größer als das Huhn selber. Und ein drittes Arschloch, das... Ist auf jeden Fall auch produktiv und nützlich. So, hier brennt jetzt die ganze Vegetation ab. Das ist natürlich, naja, ungünstig. In gewisser Weise. Aber kann ich nichts für. Habe ich nichts mit zu tun. Ist nicht mein Bier. Fahrzeug muss repariert werden. Ja, da braucht man einen Schweißbrenner. Dann kann man die Reifen wieder zusammen schweißbrennern. So. Ich speichere jetzt natürlich nicht, sondern
Ja, du musst mal auf Klo. Ich lade gleich neu, aber... erstmal wollte ich hier noch ein bisschen Fun haben, weil das Spiel ist ja auch einfach cool. Und ich dachte, wenn man sich immer nur strikt, ne, an die Vorgaben hält, dann ist das ja auch irgendwie langweilig. Dann dachte ich, machen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen off-topic, ne, und dann in 2 Minuten oder so geht es dann normal weiter. So. Moin Meister. So, keine unschuldigen Zivilisten getötet. Ich würde sagen, jetzt lassen wir den Scheiß auch mal. Jetzt waren wir asozial genug. Kommen wir hier vielleicht rein? Nee. Dann machen wir mal, wo kann man denn hier Missionen neu starten oder so? Zum Hauptmenü. Yep. Ich lade jetzt einfach mal gerade neu. Das hat ja sonst keinen Sinn. Na. Ja, Far Cry 3, bla bla bla. Synchronisiere, Freunde. Story. Spielstand laden. So. 12.59 Uhr und 13 Uhr. 24.01. Hey, das ist heute. Okay. Also hat er heute, hat er gerade eben gespeichert, als ich angefangen habe. Das ist natürlich ungünstig. Naja, egal. Okay. Dann laden wir das mal. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. So, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Blaffen, Jason. Einer von Holts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben 3 Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Ah, wunderbar. Nee, auf jeden Fall haben wir jetzt einfach mal neu geladen, weil das war ja Schwachsinn, den wir gerade eben betrieben haben. Ja, sehr schön hier. Ich wollte aus dem Menü wieder raus. Munition, Inventar auffüllen, alles Paletti, sehr gut. Mal gerade im Gesicht rumkratzern. So. Früher oder später gehört die Insel wieder uns. Ja, früher oder später gehört die Insel deiner Mama. So, wir sind jetzt wieder, bevor wir hier die Eskalation betrieben haben. Und machen uns jetzt einfach nochmal auf den Weg. Zum Funkturm. Ja, genau. So. Das war ja auch eigentlich gerade alles nur entstanden, weil wir aus Versehen gegen das Fahrzeug von den einen gegengefahren sind, weil die uns die Vorfahrt genommen haben. Also im Prinzip alles deren Schuld. Alles Bären Schuld. So, fahren wir jetzt mal ganz professionell um die drumherum. So, da müssen wir zu Fuß hoch. Fuß hoch, Fuß hoch. So. Dann einmal da zum Funkturm. Ich muss jetzt gerade, ich schreibe gerade aus Versehen, also nicht aus Versehen, ich muss gerade mal kurz, eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz eine SMS an meinen kleinen Bruder schreiben, weil ich was kochen soll heute und ich nicht weiß was. Und da ich natürlich immer gerne nach den Bedürfnissen meiner kleinen Brüder koche, muss ich ihm jetzt mal kurz eine SMS schreiben, indem ich ihn frage, was genau er sich denn wünscht. Ich bin ja weltoffen. Und das mache ich genau jetzt, wenn ich gleich an dem, an irgendeiner guten Stelle bin. Na. So. Eine Sekunde, ich mache das jetzt gleich.
So. Da noch hoch. Gleich bei der Leiter. Da geht das bestimmt sehr gut, weil man dann 20 Jahre klettern muss. Immer diese 20 Jahre klettern, ey. Da sitzt man dann hier 20 Jahre vorm Computer, verbraucht Unmengen Strom. Und am Ende ist man einfach nur einen Funkturm hochgeklettert. So. Wahrscheinlich hier hoch. Oh! Das war knapp. Das war knapp, mein Junge. So. Und da war ja letztes Mal die Frage, muss man dann hier hoch? Nein. Definitiv nein. So, Kiste plündern können wir auch nochmal machen. Haben wir schon länger nicht mehr. Ach da. Zack. Ach ja, dann waren wir wieder hier. Gut, dann bin ich mal gerade ganz kurz für eine Sekunde am Handy. Bis gleich.